Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen neuen Tutorial mit diesem hübschen Osterschaukasten oder Shadowbox, wie man das auch nennen möchte. Ich hoffe, heute ist der Ton okay. Ich hatte jetzt schon einmal viel zu laut eingestellt, da sind mir die Ohren abgefallen. Jetzt musste ich das nochmal neu justieren. Ich hatte es dann zu gut gemeint mit der Lautstärke. Okay, also ich habe jetzt hier im Action neulich mir so ein, ich weiß auch nicht, was es sein soll, wie so eine Art Tablett oder Bilderrahmen, aber eigentlich auch nicht. Jedenfalls dieses hölzerne Objekt gekauft und mitgenommen. Das habe ich jetzt erstmal sauber gemacht und dabei habe ich festgestellt, dass es so ein paar Rückstände dann auf diesem Lappen gab. Also das heißt, das Holz hat irgendwelche Farbstoffe abgegeben. Und da hatte ich mich dann doch dazu entschieden, das vorher mit Isoliergrund zu behandeln, dass dann später nichts durchblutet von irgendwelchen, ja, Lasuren, die da vielleicht vorher auf das Holz bei der Herstellung gekommen sind. Ich hatte hier von meinem letzten Renovierungsakt noch Isoliergrund stehen. Den hatte ich mal verwendet, um, als ich meine Zimmerdecke mit Kreidefarbe gestrichen habe. Das war also eine getäfelte Decke und da hatte ich diesen Isoliergrund vorher verwendet und das hat gut funktioniert. Und da hatte ich jetzt noch so viel und habe den hier halt aufgebracht. So, jetzt habe ich dieses Designpapier von La Blanche, was vor einigen Wochen rausgekommen ist. Und das klebe ich jetzt hier ein. Und damit sich das nicht wellt oder Blasen schlägt, verwende ich keinen normalen Flüssigkleber oder Bastelkleber, sondern dieses Heavy Body Gel von Pentart. Und das hat auch gut funktioniert. Und jetzt wird das lackiert mit diesem Soft Touch Lack. Und auch das hat gut funktioniert. Im unteren Bereich des Bildes war eine kleine Falte zu sehen, aber das hat sich dann nachher wieder zurückgezogen. Man hat ja zu dieser Jahreszeit auch noch die Heizung an, mehr oder weniger, aus Heizkostengründen eher weniger, aber das reicht dennoch aus, um das zu trocknen. Und dieser Lack trocknet halt auch sehr schnell. Ja, jetzt gestalte ich erstmal diesen Rand, dass der jetzt nicht mehr so holzfarben ist, sondern sich so ein bisschen anpasst an dieses Motiv. Da verwende ich jetzt erstmal diese Deko-Soft-Farbe Elfenbein von Pentart im oberen Bereich des Bildes und im unteren Bereich, wo so diese Pflanzen und Rasen und alles zu sehen ist, dann nehme ich Country Grün von Pentart, genau. Und ja, sorry, dass ich immer diesen Rahmen ins Bild halte. Man denkt da selbst immer nicht dran, dass man das ja dann gar nicht sieht. Ja, Rückstände wische ich weg. Geht auch alles ganz einfach. Ich habe das ja vorher lackiert. So, und jetzt noch mit einem kleinen Pinsel bis an den Rand ran malen, dass da nichts von dem Holz mehr durchblickt. Dann hatte ich mir gedacht, es ist doch irgendwie langweilig, wenn dieses Motiv, dieses Designpapier am Rand so stur endet und hatte mich dann entschlossen, das noch etwas weiter zu zeichnen, das Motiv an diesen Rahmen im Randbereich halt. Habe ich dann da das noch etwas fortgesetzt. Ja, hier ist es dann fertig, habe ich rechts und links das Motiv halt noch etwas weiter gezeichnet oder gemalt. Zeichnen kann man das ja nicht nennen. Weiter gemalt. Ja, so hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Und jetzt benutze ich dieses spanische Moos, isländische Moos, wie auch immer. Das gibt es tatsächlich auch im Action. Hatte ich neulich erst entdeckt, wusste ich bis dahin auch nicht. Ich habe das bisher immer im Internet irgendwo bestellt und jetzt gab es das auch im Action. Da habe ich mir natürlich gleich welches mitgenommen. Und nochmals Entschuldigung, dass ich jetzt wieder diesen Rahmen so doof platziert habe, dass niemand etwas sieht, aber gleich seht ihr wieder was. Wie gesagt, man denkt da selbst nicht dran, man sieht ja was, aber dass die Kamera dann halt nur von oben drauf schaut, das bedenkt man dann immer nicht. Ja, ich klebe jetzt halt also dieses Moos erstmal unten in den unteren Bereich überall hin, bis alles schön abgedeckt ist. Und da arbeite ich mich jetzt Stück für Stück vor, bis das alles schön, so wie mir das gefällt, dicht ist. Und nichts mehr so großartig durchblitzt vom Untergrund. So sieht das jetzt aus.
Und dann habe ich hier diese Laser Cuts, auch von La Blanche, die waren bei diesem Papierset mit dabei. Man kann da alles andere ja auch nehmen. Da gibt es ja so viele verschiedene Motive, auch von anderen Firmen. Ich will jetzt hier nicht ständig eine Lanze für La Blanche brechen, aber ich hatte das jetzt halt zu Hause und dann verwende ich das natürlich auch erstmal. Ja, und jetzt klebe ich mir die niedlichen Osterhasen oder Häschen hier überall ein. Und da sind auch so kleine Blumentöpfe, also ganz verschiedene Motive sind da bei diesen Lasercuts dabei. Und da habe ich mir dann das rausgesucht, was sich für passend hielt und klebe das dann in verschiedenen, ja, wie sagt man jetzt, jetzt komme ich nicht auf das Wort, in verschiedenen Abständen. Ich wollte aber was anderes sagen, aber ich sage jetzt Abstände, auf das Bild, das so ein dreidimensionaler, in verschiedenen Ebenen, jetzt habe ich es. Dreidimensionaler Effekt entsteht und das mache ich mittels einmal hier solchen Klebepads, die so, ja, so Schaumstoffklebepads doppelseitig. Und damit kann man ja dann diese Dimension erzielen. Und dann habe ich hier, wie man sieht, noch diese kleinen Holzspulen. Die hatte ich mal bei VBS Hobby bestellt. Die gibt es da in ganz vielen verschiedenen Größen. Das ist hier, glaube ich, die kleinste Größe. Die sind so 1 cm oder 1,2 cm und die kann man da schön dahinter kleben und die schaffen dann halt auch diesen Abstand zum Hintergrund. Bisschen Heißkleber drauf und dann die Häschen draufsetzen und schon gibt es da so eine gewisse Tiefe dann. Die treten dann praktisch aus diesem Bild etwas raus. Ja, hier sieht man das nochmal, diese Spulen einmal auf den Hasen kleben und dann einmal auf das Bild und schon hat der Hase eine gewisse Distanz zu dem Hintergrundbild. Kleine Ostereier noch mit rein. Überall hin. Ja. Bisschen die Klebefäden von dem Heißkleber wegzupfen. Ja, und dann hatte ich in meinem Fundus hier noch diese Blätterranke. Die hatte ich mir mal für irgendwas anderes gekauft und dann doch nicht verwendet, weil die war mir so ein bisschen kahl. Da sind jetzt doch nicht wirklich viele Blätter dran und da hatte ich immer irgendwie nicht so richtig gewusst, für was ich die verwenden soll. Und hier schien die mir jetzt gerade recht zu kommen. Die passt hier schön auf diesen Rand. Halt einfach mit Heißkleber einen Klebestrich ziehen und die dann aufkleben da. Passt gut hin. Also nicht wundern, dass ich jetzt hier so scheinbar Teflon-Hände habe. Der Heißkleber ist nicht wirklich heiß, das ist so eine Niedrigtemperatur-Klebepistole. Also ich verbrenne mich da nicht. Und meine Hände sind auch nicht so empfindlich. Also die sind schon einiges gewohnt. Ja, wenn man so jahrelang Hausarbeiten, ihr kennt das ja als Frau, dann hat man nachher irgendwie eine gewisse Schutzschicht auf den Fingern. Ja, das war mir dann aber trotzdem doch ein bisschen kahl und da habe ich mich jetzt entschlossen, hier noch von diesem Moos etwas dazwischen zu kleben, dass das etwas voller wirkt. Und wie ich finde, sieht das auch ganz gut aus. Das setzt sich dann halt dieser Rasenteppich an den Seiten noch etwas fort. Ringsrum habe ich das dann noch aufgeklebt und dann war das Bild eigentlich auch schon fertig. Das war mal eine nette Beschäftigung für den Sonntagnachmittag. Und da ja jetzt bald Ostern ist, ja, hatte ich mich entschlossen, auch etwas Österliches zu basteln. Und diese Shadowbox kam mir da gerade recht. Ich hatte dann noch überlegt, ob ich eventuell noch eine kleine Lichterkette reinklebe. Aber im Prinzip ist ja das Motiv schön hell gehalten. Hatte ich dann doch davon abgesehen. Vielleicht mache ich es noch, aber ich glaube eher nicht. Man muss, Lichterketten erinnern einen immer so ein bisschen an Weihnachten, finde ich. Und ja, nicht immer, aber zu Ostern weiß ich nicht. Ich hatte jetzt keine reingemacht. Also ich finde, das sieht doch hübsch aus, dieses Papier und die kleinen Häschen. Da hat sich La Blanche Mühe gegeben. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir ja ein kleines Däumchen nach oben hinterlassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.